Hallo Leute und herzlich willkommen hier in einem weiteren Part Beyond Two Souls und mit der Folge Die erste Nacht. Natürlich speichern wir das. Beim letzten Mal haben wir doch erlebt in der Folge Obdachlos, wie es unsere Jodie ergangen ist, obdachlos zu sein, wie man sich durch die Welt schlägt mit viel Hunger, wenig Geld, man betteln muss auf der Straße, wie die Leute einen anschauen. Wir wurden niedergeprügelt, waren mehrere Monate im Krankenhaus. Ja, da ist schon einiges passiert. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis Sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Arme Jodie. Es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jodie. Unsere arme Jodie. Okay. Wo ziehe ich mich um? Sie möchte sich wohl umziehen. Ja, sie wurde hier einfach alleine gelassen. Alleine gelassen in dieser Umgebung, die sie nicht kennt, wo sie niemanden kennt, wo nicht einmal Schränke eingeräumt sind. Das sieht mir alles andere als einladend aus, wie ein Kinderzimmer, wo sich ein Kind wohlfühlen kann. Und unser Stiefvater, dem konnte es nicht schnell genug gehen, wie abzureisen. Aber das war uns ja klar. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ja, da hat sie sich schon bettfein gemacht. Aber wir schauen doch mal, ob sie auch wirklich ins Bett möchte, beziehungsweise vielleicht können wir noch andere Sachen machen. Sie muss ja noch nicht sofort ins Bett gehen. Basketball, das wohl ein Mädchen in ihrem Alter interessiert? Ich glaube ja nicht. Das scheint doch nicht so zu sein. Jetzt aber ins Bett, Jodie. Wir wollen doch noch gar nicht ins Bett. Oh, da können wir noch was machen. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Ja, Lady in Pink. Alles in Pink. Wie es sich für ein Mädchen in ihrem Alter gehört. Schön mit ihrem Betthäschen. Nicht zu vergessen die Taschenlampe. Sie fürchtet sich ja in der Nacht.
Aber das kommt wohl daher, weil sie in der Nacht so oft angegriffen wird, während sie träumt. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. War das? Sie kann wohl nicht schlafen, dreht sich von links nach rechts hier. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Erzählen wir doch eine Geschichte. Nur wie macht man das als Geist? Hier haben wir eine Taschenlampe. Ach so, macht man das als Geist? Kann sie jetzt vielleicht einschlafen? Ja, da hat sie schon die Augen geschlossen. Was geht hier vor? Was ist mit dem Licht los? Was passiert hier? Oh shit! Ich glaub's ja nicht. Oh, geh da rüber, Mann. Was? Oh, oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Kleine? Da! Lass sie los, verdammt. Lass sie los. Ich glaub's ja gar nicht. Die Kleine muss wieder leiden. Hau ab. Oh Mann, nein, nicht noch einer. Weg von ihr. Ich lasse sie nicht, dass mir weh tut. Verreck. Noch einer. Und noch einer. Lass ihn verdammt mal los, hab ich gesagt. War es nie, Jody anzufassen. Oh Mann. Mein Gott, Jody! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Aiden hat wohl soeben das Kämpfen gelernt, in Form von uns. Hat gelernt, sich dagegen zu verteidigen. Ja, das war eine kurze Folge, deswegen machen wir hier natürlich auch gerade weiter. Es war wie die anderen Mädchen. Was da wohl passieren mag? Ich hab Nein gesagt. Wow. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ah!
Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Unsere Jodie ist wohl zur Rebellin mutiert hier, im Teenageralter, mit Totenköpfen, E-Gitarren und Fuck, ja. Ja, die scheint hier so richtig auf Punker- oder Gothic-Ebene im Moment zu sein. Aber ich kann verstehen, dass sie so wütend ist, wo sie jedoch nichts machen darf. In der letzten Folge haben wir noch gehört, als wir ein Kleinkind waren. Ja, das ist doch nur für eine Nacht, Jodie, du bist stark, du schaffst das. Schaut euch mal diese junge Dame an, die hier vor allem ziemlich hübsch ausschaut, wenn ich das so sagen darf. Und ja, sie ist immer noch da, immer noch an diesem Ort. Ja, Aiden, es war doch bestimmt wieder Aiden. Mach schon, Aiden. Oh Gott. Oh. Da übersteuert sogar fast mein Headset. Oh, heftig. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Bitte. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du den Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Oh Mann. Schaut euch mal den Smiley an mit diesem roten Auge, den sie dahin gemalt hat. Das schaut doch auch schon cool aus. Ja. Sie ist ziemlich sauer, das verstehe ich auch. Kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Das wäre ich an ihrer Stelle auch. Können wir hier mit ihr noch was machen? Ja, Aiden scheint ein bisschen zu rebellieren hier. Mach schon, Aiden. Oh Mann, die sperren sie tatsächlich ein? Komm endlich runter, okay, Jodie? Na gut, Cole. Wie du möchtest. Wow, wir können hier bestimmt die Sachen demolieren. Schluss damit, Jodie. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Hey, Jodie. Du sollst Aiden doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Sie benutzt Aiden gar nicht, das bin ich. Das bin ich, der das macht, Leute. Haben wir noch eine Kamera hier? Na bestimmt, da haben wir doch noch eine. Und nochmal eine. War's das jetzt? Ja. Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Nee, mach ich nicht. Oh, Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Na gut. Aiden hat was gehört. Ja.
Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber... Türe aufmachen hier. Okay. Klar, dann also bis morgen. Glaube nicht. Aber er sieht auf seiner Kamera natürlich hier nichts mehr. Ja, aber er kann natürlich reinschauen. Oh Mann. Ja, ich könnte rein theoretisch, glaube ich, ihn missbrauchen, aber ich weiß nicht mal, ob ich ihn nicht erwürge, wenn ich was mit ihm mache. Ja, ich würde sagen, probieren wir das. Wenn ich sehe, wir würgen ihn, dann hören wir sofort auf. Oh nein, wir übernehmen ihn. Na genau. Hä? Stimmt ja. Herausspaziert, meine süße Dame. Wir gehen jetzt feiern. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich glaube, das wird er nicht verstehen. Ich muss heute mal hier raus. Ja, sie ist kein leichtes Mädchen. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, hier heißt es für uns, jetzt können wir entkommen. Jetzt können wir probieren, zu ihren Freundinnen zu gehen. Aber das, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge hier in Beyond Two Souls. Ich bedanke mich mal wieder bei euch für das zahlreiche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier für euch war euer MuscleTech. Stay tuned, have fun. Ciao.